Ja, hallo Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt von diesem Video und natürlich auch speziell Bastian alias 0 Cents 0, weil ich antworte jetzt halt auf einen Vlog von Bastian, auf den zweiten Teil, und zwar auf den Aspekt da Identität und Anonymität, weil zunächst möchte ich mal sagen, dass mir also dein Vlog in diesen zwei Teilen außerordentlich gut gefällt und ja, du, also ich kann da eigentlich fast gar nichts hinzufügen und anders sagen. Jetzt im zweiten Teil bei diesem Aspekt Anonymität, da ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es überhaupt einen Dissens zwischen uns gibt oder ob ich da anderer Meinung bin. Ich finde es halt schwierig, jetzt irgendwie zu fordern, dass man für YouTube-Kanäle, dass man sich da mit Namen anmelden muss und dass man ein Foto reinstellen muss. Also da habe ich jetzt ganz starke Bedenken, das wird die Hemmschwelle, es würden wesentlich weniger teilnehmen, es wird die Hemmschwelle stärken und so. Und ich hätte auch Bedenken, weil ich es manchmal durchaus für sinnvoll halten kann, aus der Anonymität heraus zu agieren. Ich habe mir das auch schon ein paar Mal überlegt. Was man allerdings sagen kann, und ich selber empfinde es, und das kann man auch so weiter propagieren, als einen Riesenvorteil, dass ich persönlich es zum Beispiel nicht aus der Anonymität heraus betreibe, was ich ja auch könnte. Da habe ich mich zum Teil anders gegen entschieden. Zum Teil hat sich, das kann man in meinem Vlog, warum dieser Kanal hören, einfach anders entwickelt, so wie es gekommen ist. So, dass man mich als Person erkennen kann, klar sehen kann. Das hat durchaus Vorteile für mich selber und für andere. Es macht jedes Argument von anderen zum Beispiel, was in anderen Diskussionen, wo Anonyme jetzt miteinander diskutieren, immer wieder auftaucht. Du bist ein Fake, du bist ein Fake, du bist ein Fake und so. Kann mir so leicht keiner unterstellen. Man kann mich sehen. Es gibt sogar viele. Ich veröffentliche zum Beispiel, und da sage ich auch, es sollte keine Pflicht geben zu veröffentlichen, was man muss. Jetzt auch zum Beispiel seinen Namen. Ich veröffentliche meinen vollständigen Namen zum Beispiel nicht. Ja. Man kann ihn rausbekommen und viele wissen ihn auch. Also ich bin da halt auch nicht anonym und finde das halt auch gut so, weil es natürlich, und ich spreche auch gerne mit Leuten, das hat für mich dann auch was, ja, ein ganz anderes Gewicht. Leute, die selber halt auch nicht autonom sind, sondern die anonym sind, sondern die halt fassbar sind. Ja. Allerdings gibt es auch ein paar Sachen, die aus der Anonymität heraus gesagt werden müssen, vielleicht in bestimmten Situationen. Wie ich auch wichtig finde, viele, aus bestimmten Gründen können sich bestimmte Leute nicht zeigen. Muss man einfach akzeptieren. Das wollte ich nur sagen. Ne? Und ja, zu dem Verhalten, was in Bastians Vlog angesprochen wird. Man wird auch quasi, dadurch, dass man selber aus dieser Anonymität heraustritt, ändert man auch selber sein Verhalten. Ich habe nämlich dieses Verhalten vielleicht nicht ganz so, wie es Bastian angesprochen hat, wie es manche Spammer machen. Ich habe jetzt mit meinem Kanal ganz am Anfang niemanden zugespammt oder reingeschrieben, ah, Arschloch, Nazi-Sau, was alles so. Aber ich habe schon mal so auch so Hasskommentare abgegeben, so nach dem Motto: Vollidiot. Wenn man sich schon mit einem Thema beschäftigt, dann sollte man zumindest die geringsten Basics dazu kennen. Die kenne jetzt sogar ich. Ich kann dir da mal ein paar Buchempfehlungen geben. Lies doch erstmal hier. Und überhaupt, wie kann so jemand, der überhaupt keine Ahnung hat, zu dem Thema was schreiben? Vollidiot. Habe ich mich dann auch erstmal richtig gut gefühlt, ne? Den Idiot, da bin ich ja echt, wäre doch viel, viel schlauer als der.
Aber dann habe ich später nochmal auf so einen Kanal geguckt, irgendwie gesehen. Ja gut, dieser Vlog war wirklich, den echt da angeguckt, der war uninteressant und kacke und da hatte auch drei dicke Denkfehler drin und so. Aber vom Rest des Kanals, so ein richtiger Vollidiot ist das auch nicht. Na? Warum hast du das überhaupt dem da reingeschrieben? Das bringt dem nichts. Dir auch nicht. Das bringt niemanden weiter. Da bringt es doch eher jemanden weiter, wenn man jemanden reinschreibt. Ja, das und das hast du gut gemacht. Mach das weiter so. Kann man dann eventuell auch verbinden und sagen, ja, der Ton war ein bisschen leise, wenn du ein bisschen mehr Richtung Mikrofon willst, dann versteht man dich auch besser, dann ist das auch angenehmer und so. Oder eine andere konstruktive Kritik noch dabei, als dem jetzt zum Beispiel reinzuschreiben. Mann, was bist du denn für ein Idiot? Wenn man noch nicht mal in ein Mikrofon sprechen kann, dann sollte man erst gar keine Vlogs machen. Hat überhaupt gar keinen Sinn, weder für den noch für mich, dass ich jemanden sowas reinschreiben sollte. Wenn ich mal was sehe, was wirklich total uninteressant und doof ist, ja, dann schalte ich das einfach weg und gucke mir was anderes an. Aber nochmal halt zu Anonymität und Identität. Also, deswegen möchte ich da auch keine Regeln schaffen. Das sollte jeder selber entscheiden, womit er seinen Kanal gestaltet. Natürlich entscheidet jeder da auch mit auch gewisserweise, wie er seine Identität darstellt. Und die ist bei niemandem, natürlich auch bei mir, nicht übereinstimmt mit dem ganzen Menschen oder der ganzen Realität. Viele Aspekte sind nicht abgebildet irgendwie. Wenn man sich jetzt zum Beispiel meinen Kanal angucken würde, ist das kein kompletter Querschnitt von dem, was mich interessiert. Und wenn man sich nur die Musiklisten zum Beispiel anguckt, noch nicht mal so wirklich repräsentativ für meinen Musikgeschmack, sondern auch ein bisschen dafür repräsentativ, was ich gerne anderen Leuten mal zeigen möchte, was ich interessant fand und was mir halt über YouTube auch so zugespielt wird, ne? Und es gibt natürlich viele Aspekte meiner Person, meines Privatlebens, die möchte ich echt nicht im Internet ausbreiten, ne? Ich bin da in bestimmten Beziehungen sicherlich sehr freizügig und großzügig, was das angeht, viel mehr als andere wollen oder so, aber in anderen Bereichen dann vielleicht auch wieder nicht. Ja. Also jeder so, wie er mag, so finde ich es am besten. Ja, das war es jetzt auch erstmal, glaube war jetzt auch schon wieder lang genug. Wünsche euch allen, dir Bastian natürlich auch im Speziellen, aber auch allen anderen Zuschauerinnen und Zuschauern dieses Videos noch einen schönen Sonntag. Ja, bis zum nächsten Mal.